herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur nächsten Folge der Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute zur elektrischen Leitfähigkeit. Dazu beschäftigen wir uns erst einmal ganz allgemein mit einem vereinfachten Modell und dann bekommen wir weitere Informationen über die Leitung in Festkörpern. Also, was macht ein Leiter? Was ist ein Isolator? Was passiert bei einem Halbleiter im Detail? Zum Schluss zeige ich Ihnen noch ein paar Materialien mit unterschiedlichen Leitfähigkeiten. Zur elektrischen Leitung gehören zum einen elektrische Leiter, die natürlich gut bis sehr gut den elektrischen Strom leiten können. Da gibt es mehrere Mechanismen. Zum einen sind es die Elektronen, die zur Leitung beitragen, insbesondere in Festkörpern in Metallen. Elektronen können sich aber auch im Vakuum bewegen, auf die Weise einen elektrischen Stromfluss erzeugen. Es gibt weiterhin die sogenannte Ionenleitung, vor allem in Flüssigkeiten. Hierbei handelt es sich meistens um Atome, denen eine zusätzliche Ladung beigefügt ist oder vielleicht auch eine fehlt. Oder es können sich auch um Moleküle handeln, die sich dann in dieser Flüssigkeit dann bewegen. Ein elektrischer Isolator ist das Gegenteil von einem Leiter. Er kann nämlich keinen elektrischen Strom leiten. Beispiele dafür sind Keramik, Stein, Kunststoffe. Und zum Schluss gibt es noch ein Mittelding dazwischen, den sogenannten Halbleiter. Hier tragen zum einen Elektronen zur Leitung bei, aber auch es gibt eine sogenannte Löcherleitung. Was das bedeutet, erkläre ich Ihnen später in dieser Folge. Welche Art Leitung auftritt, ist dann abhängig von der sogenannten Dotierung. Auch diesen Begriff werde ich kurz erläutern. Elektrische Leitung kann man sich so vorstellen, in einem Leiter haben wir Ladungsträger, die sich dort bewegen können. Aber stellen Sie sich nicht vor, dass elektrischer Stromfluss bedeutet, dass ein Elektron am einen Ende rein und am anderen wieder rauskommt. Vielmehr müssen Sie das sich eher vorstellen, vielleicht mit der Bewegung einer langen Stange, bei dem am Ende gedrückt wird und am anderen Ende bewegt sich etwas. Eine noch bessere Vorstellung ist vielleicht sogar die Drehung einer langen Achse, wie hier dargestellt. Unter dem Strich gesehen bedeutet eine elektrische Leitung immer Energietransport und nicht unbedingt Materietransport. Ja, schauen wir uns einmal an, wie das Ganze im Detail auf atomarer Ebene funktioniert. Und dazu schauen wir uns einmal Kupfer an, das ja bekanntermaßen ein sehr guter Leiter ist. Schauen wir uns einmal ein einzelnes Kupferatom an, in der vereinfachten Darstellung nach Bohr. Und Sie sehen jetzt hier Elektronen, die um den Kern sich herum bewegen, auf verschiedenen Energieniveaus. Und Sie sehen hier, dass Kupfer so geartet ist, dass auf der äußersten Energieschale exakt ein Elektron sich bewegt. Wir können diese Energieniveaus in einem einzelnen Atom diskret darstellen. Das heißt, wir haben eine vergleichsweise niedrige Energie in der Mitte und nach außen nimmt diese Energie immer weiter zu. Das bedeutet, wir müssen Energie aufwenden, um ein Elektron auf dieses Niveau zu bringen. Ja, wenn wir jetzt ein einzelnes Kupferatom mit mehreren zusammenbringen in einem ganzen Kristall, dann passiert folgendermaßen. Wir haben jetzt hier also zunächst einmal unsere Atome mit den inneren Schalen und außen herum sehen wir praktisch das Energieniveau von der äußersten Schale und diese Energieniveaus überlappen zwischen den einzelnen Atomen. Das bedeutet, die Elektronen der äußersten Schale können sich sehr einfach von einem Atom zum anderen bewegen. Ganz einfach, weil eben die Bahnen, auf denen sich die Elektronen landläufig gesprochen bewegen können, eben nicht nur um ein einzelnes
Atom herumführen, sondern praktisch verschmieren über weitere benachbarte Atome. Das heißt, die Elektronen können dann auch nicht mehr diskrete Zustände annehmen, sondern weitere Energiezustände annehmen. Und das führt dazu, dass am Ende Elektronen um diese Atome in dem Kristallgitter herum Zustände annehmen können, die nicht mehr diskret sind, sondern praktisch innerhalb von gewissen Energiebändern liegen, die jetzt hier dargestellt sind. Meistens haben diese Bänder auch noch Lücken. Trotz allem heißt das jetzt nicht mehr, dass ein Elektron eine ganz bestimmte Energie hat, sondern es kann einen bestimmten Bereich an Energie annehmen. Die wichtigsten Energiebänder in diesem Fall sind die, die ganz außen liegen, nämlich das sogenannte Valenzband, was praktisch das vorletzte Band ist, und das sogenannte Leitungsband. Das ist jetzt praktisch dieses Energieniveau, was praktisch zwischen den Atomen sozusagen verschmiert. Und wenn Elektronen diesen Energiezustand im Kristall annehmen, bedeutet das, sie können sich von Atom zu Atom bewegen. Entscheidend ist also, dass wir einerseits im sogenannten Valenzband, also knapp drunter, eben Elektronen haben. Meistens ist das Valenzband eben vollständig besetzt und deswegen kann da auch nichts hin und her rutschen. Und im Leitungsband, dort können die Elektronen dann sich von einem Atom zum anderen bewegen. Gerade hier Kupfer ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Jedes Atom liefert praktisch ein Elektron, was sich in diesem Leitungsband befindet. Daher ist dieses Leitungsband auch gut besetzt. Ein gut besetztes Leitungsband ist eben gerade charakteristisch für einen guten Leiter. Und das findet man dann auch entsprechend bei Silber, Gold und anderen Metallen. Schauen wir uns nun einen Isolator an. Und dazu schauen wir uns hochreines Silizium an. Denn obwohl Silizium eigentlich als Halbleiter bekannt ist, ist hochreines Silizium ziemlich gut isolierend. Nun schauen wir uns einmal das einzelne Siliziumatom an. Es hat ähnlich viele Energieniveaus wie das Kupfer, aber ist nicht ganz so voll besetzt. Vor allem sehen wir, dass die äußerste Schale, die praktisch zum Leitungsband gehören wird, gar nicht besetzt ist. Die Energieniveaus sind ganz ähnlich wie vorher bei Kupfer, aber wir sehen jetzt, wenn wir die Siliziumatome zu einem Kristall zusammenfügen, erhalten wir auch eine ähnliche Energiebänderstruktur. Das heißt, wir haben weiterhin ein Valenzband. Das ist sehr gut gefüllt, aber wir sehen, dass eben das nächsthöhere Leitungsband keine einzelnen Elektronen hat. Das Leitungsband ist leer. Hier kann keine elektrische Leitfähigkeit auftreten. Ein leeres Leitungsband ist charakteristisch für einen Isolator. Nun ist es nicht mehr weit zum Halbleiter. Dazu schauen wir uns jetzt dotiertes Silizium an. Was bedeutet das? Nun, wir haben hier wieder unser einzelnes Siliziumatom, was im Leitungsband kein Elektron hat. Jetzt schauen wir uns einmal ein Phosphoratom an. Das liegt im Periodensystem der Elemente direkt neben dem Silizium und es hat tatsächlich in der äußersten Schale ein einzelnes Elektron. Ja, die diskreten Energiezustände sind ganz ähnlich, aber wenn wir jetzt hergehen und einen Siliziumkristall nehmen, dann können wir, weil die Struktur der Phosphoratome dem Silizium sehr ähnelt, diese Phosphoratome in das Kristallgitter einbauen. Und dann passiert Folgendes. Es ergibt sich nämlich dann ein praktisch gemeinsames Energieniveau zwischen den Silizium- und Phosphoratomen. Und die einzelnen Phosphorelektronen in der äußersten Schale, die können praktisch im Leitungsband sich von einem Atom zum anderen bewegen. Das Leitungsband hier ist jetzt schwach besetzt, da wir nur wenige Phosphoratome in das Kristallgitter einbauen. Das nennt man dotieren.
So, wenn wir jetzt relativ wenige einbauen, bedeutet das eben, dass das Leitungsband vergleichsweise schwach besetzt ist. Das ist ein Charakteristikum für einen Halbleiter. Schauen wir uns noch einen anderen Art Halbleiter an. Wenn wir das Silizium nämlich mit Aluminium dotieren, passiert etwas ganz Besonderes. Bei Aluminium ist es so, dass auf der äußersten Schale auch keine Elektronen vorhanden sind, aber interessanterweise ist auf der Schale darunter ein Elektron fehlend, das wir gerade eben kurz aufblinken gesehen haben. Das soll darstellen, dass an der Stelle eigentlich kein Elektron vorhanden ist. Wir schauen uns jetzt wieder die diskreten Energiezustände an, die sind so, wie wir es bisher hatten. Aber jetzt schauen wir einmal an, was passiert, wenn wir dieses Aluminiumatom praktisch in den Silizium-Halbleiter einbauen, also dotieren, das heißt in geringer Menge. Aluminium ist, ist direkt im Periodensystem links neben Silizium und hat also eine sehr ähnliche Atomstruktur. Es baut sich also hervorragend in das Kristallgitter ein. Aber eben so, dass an manchen Stellen eben Elektronen auf der vorletzten Schale fehlen. Auch diese vorletzten Schalen sind ähnlich wie die äußerste Schale in einem Kristallverbund miteinander verschmolzen. Es ergibt sich dann also ein gewisses Energieband und auch dort können die Elektronen dann von einem Elektron zum anderen wandern. Und so kann zum Beispiel jetzt ein Elektron von einem benachbarten Siliziumatom diese leere Stelle bei einem Aluminiumatom besetzen, indem es da praktisch in der Kristallstruktur von einem Atom zu einer nächsten Leerstelle wandert. Dort kommt es allerdings erst dann weiter, wenn eine nächste Leerstelle irgendwo in der Nähe ist. Was bedeutet das jetzt für die Besetzung von unseren Energiebändern? Nun, in unserem Valenzband sehen wir, haben wir Lücken. Im Leitungsband sind gar keine Elektronen vorhanden. Was bedeutet das jetzt? Ist dieses Material leitfähig? Ja, denn wir haben gerade gesehen, von einem Atom zum nächsten kann praktisch ein Elektron wandern. Das ist so, als wenn praktisch die Lücke in unserem Valenzband von einer Stelle zur nächsten Stelle wandern würde. Das heißt, wir haben sozusagen virtuell eine Wanderung von unseren Löchern, wo Elektronen fehlen. Das bedeutet letzten Endes, rein technisch, praktisch gesehen, spricht man davon, dass praktisch hier Löcher als Leiter wandern. Das müssen Sie sich so ähnlich vorstellen, wie wenn in einem Stau eine Lücke ist und die Autos nach und nach nachrücken, so wandert diese Lücke dann immer weiter nach hinten. So würde dann eben hier eben in unserem Fall eben eine Lücke eben im Valenzband weiterrutschen und auf die Art und Weise sozusagen Ladung in Anführungsstrichen transportieren. Wie gesagt, das nennt man Löcherleitung, weil effektiv gesehen dadurch eine positive Ladung transportiert wird als Loch, nennt man diese Art Leitung auch P-Leitung und die entsprechende Dotierung heißt dann P-Dotierung. So, ganz allgemein haben wir festgestellt, die Leitfähigkeit hat etwas zu tun mit der Anzahl der freien Ladungsträger in unserem Material. Da kommt aber noch hinzu, dass nicht nur die Anzahl der Ladungsträger relevant ist, sondern auch, wie gut sie von einem Atom zum anderen gelangen können. Das wird ausgedrückt mit einer charakteristischen Größe der sogenannten Beweglichkeit, abgekürzt mit einem griechischen μ, sodass wir insgesamt dann für die Leitfähigkeit die folgende Formel erhalten. Leitfähigkeit Sigma ergibt sich aus E wie für die Elementarladung oder die Ladung eines Elektrons mal deren Anzahl in im Volumen des Festkörpers mal die Beweglichkeit, die diese Elektronen dann in diesem Festkörper haben.
Wir haben hier mal eine Übersicht über verschiedene Leitfähigkeiten. Das brauchen Sie nicht auswendig lernen. Das heißt, ich werde Ihnen in einer Prüfung im Zweifelsfall dann die Leitfähigkeit von dem jeweils verwendeten Material angeben. Aber wir sehen jetzt auf die Weise einmal, in welchen Bereichen sich Leitfähigkeiten bewegen können. Wir haben zum Beispiel Silber als besten Leiter bei Raumtemperatur, Kupfer dicht gefolgt mit Gold, was noch ein wenig schlechter ist. Gold nimmt man vor allem deswegen, weil es praktisch nicht oxidiert und deswegen die Oberfläche nicht verdirbt. Aluminium ist noch ein klein wenig schlechter, aber allesamt sehen Sie jetzt hier bei der Leitfähigkeit, die hier in Siemens pro Meter angegeben ist, eine 10 hoch 6 als Multiplikator dahinter. Und wenn wir einmal im Gegensatz dazu schauen, bei Isolatoren, Aluminiumoxid beispielsweise ist ein sehr guter Isolator, oder noch besser auch Gummi, dann sehen Sie, hier haben wir es mit 10 hoch minus 12, 10 hoch minus 15 und Quarzglas als einer der besten Isolatoren überhaupt sogar mit 10 hoch minus 18 zu tun. Das heißt, wir haben es hier also von 10 hoch minus 18 bis 10 hoch 6, eine Spannbreite von 24 Größenordnungen, wie Leitfähigkeit vom Isolator bis zum besten Leiter variiert. Das ist bei physikalischen Größen, eine solche Spannbreite ist das ziemlich einmalig. Bei vielen anderen physikalischen Parametern hat man bei weitem nicht eine solch große Spannweite. Ja, damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.